Von deutschem Boden muss Frieden ausgehen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es so überaus wichtig und deshalb bin ich glücklich und auch ein bisschen stolz, einer Bundesregierung anzugehören, deren Bundeskanzler in so eindeutiger Weise dafür eintritt, dass mit allem, was wir können, versucht wird, einen Krieg im Irak zu verhindern. Applaus.